Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Vor 2 Jahren haben wir Baz Luhrmanns Elvis ertragen müssen und nun ist Sofia Coppola endlich wieder zurück und macht einen Film über seine Frau, nämlich Priscilla. Und wie ich den fand, verrate ich euch natürlich wie immer nach dem Trailer. Hi, what's your name? Priscilla Boyer. You like Elvis Presley? Of course. Who doesn't? What are the kids listening to these days? Bobby Darin, Fabian, and you. Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter? Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature than her age. 21! Yeah. 22, what? That's 22. 22. You don't have to worry about it. Black hair and more eye makeup. I don't know if I like it. What do you mean you don't know if you like it? He's not like you imagine. You know, there's a lot of rumors about you. Was there something you're hiding? I don't have a goddamn thing to hide. I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be her or not? I want a life of my own. In Priscilla geht es um die Teenagerin Priscilla, die auf einer Party Elvis Presley trifft, gespielt von Jacob Elordi, den man unter anderem gerade auch aus Saltburn kennt, dazu übrigens die nächsten Tage eine Kritik. Und schnell verlieben die beiden sich ineinander. Elvis liebt sie über alles und möchte sie kennenlernen und immer bei ihm haben. Und sie leidet dabei aber unter unterschiedlichsten Problemen, denn sie geht immer noch in die Highschool und dort wird sie quasi unter anderem gemobbt, mit irgendwelchen komischen Blicken immer wieder verfolgt oder einfach nur dafür ausgenutzt, damit sie näher an Elvis rankommt. Und bei ihm läuft es aber auch irgendwann nicht gut, denn die Beziehung wendet immer weiter auf toxischen Schritten und wir sehen das dann alles aus der Perspektive von Priscilla Presley, die ja ihn irgendwann heiratet und irgendwann dann auch scheiden lässt. Und das ist im Grunde die Geschichte. Priscilla hat in einem Interview mittlerweile auch erzählt, dass sie seit Elvis nie wieder geheiratet hat und offenbar auch nie irgendwie groß verliebt war, denn sie hat immer gemeint, Elvis war ihre große Liebe. Und da frage ich mich, warum lässt du dich dann scheiden? Aber das ist eine komplett andere Sache. Hier geht es um die Beziehung vom Anfang bis zu dem Moment, wo die Scheidung eintritt. Und das so überragend gespielt, wie ich es lange nicht gesehen habe. Wir haben eine Kaylee Spaney, die eine Breakthrough-Performance abliefert als Priscilla Presley. Die sucht echt ihresgleichen. Sie hat eine Golden Globe-Nominierung dafür sogar bekommen. Und das finde ich absolut zu Recht. Was die hier abliefert, teilweise in Nuancen und mit ihren Blicken, ist wirklich top-notch. Also das könnte auch eine Oscar-Nominierung werden, aber gehe ich mal nicht von aus. Dafür ist die Competition dieses Jahr zu stark. Und dann haben wir nochmal einen Jacob Elordi, der Elvis Presley spielt, der für mich gerade, muss ich ehrlich sagen, zu einem richtigen Überraschungsstar wird, der in seinen Rollen ordentlich was abliefert. Und ich kannte ihn primär nur aus irgendwelchen komischen Teenie-Romanzen-Gekröse, aber der Mann entwickelt sich. Nicht nur in Saltburn ist er quasi der große Hingucker, sondern auch hier, wo er teilweise, und das ist, kann man auch negativ auslegen, und das tue ich auch, ihr den Rang abläuft. Denn er spielt halt teilweise zu gut. Es ist zu gut besetzt. Und wenn du dann halt auch einen Elvis hast, der teilweise so mehr magnetisierend ist, der deiner eigentlichen Protagonistin quasi den Rang abläuft, dann ist da irgendwie ein bisschen was falsch. Und das finde ich nicht so angenehm. Ich fand auch, dass der Film ein Stück weit zu seicht ist. Er könnte noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde streuen. Es könnte ein bisschen mehr darauf eingegangen werden, dass die halt medikamentenabhängig waren. Es kommt vor, die nehmen immer wieder Medikamente. Aber es wird nie zu einem riesengroßen Thema gemacht. Vielmehr steht im Fokus die dysfunktionale Beziehung der beiden. Und das ist toll umgesetzt.
Alles andere am Rand, was man noch einbauen könnte, ist ein bisschen sehr verwässert. Es wirkt alles ein bisschen sehr, sehr, sehr runtergebrochen auf viele Kleinigkeiten, aber nicht das Große und Ganze so abgebildet, wie es am Ende vielleicht war. Und es basiert ja auch auf Priscilla Presleys Memoiren Elvis and Me. Und ich glaube, da hätte man noch viel mehr rausholen können. Da hätte man noch viel mehr Emotionalität und Härte rausholen können, weil ich glaube nicht, dass das Schlimmste ist, was in der Beziehung passiert ist. Das kann ich mir halt einfach gar nicht vorstellen. Priscilla ist aber trotzdem ein fantastisch gespielter, toll ausgestatteter Film mit einer wunderbar inszenierten toxischen Beziehung. Wenn der Rest drumherum auch noch funktioniert hätte, dann wäre das wirklich eines der Highlights des Jahres geworden. So ist es immer noch ein guter Film mit ein paar Abstrichen. Von mir kriegt Priscilla 7 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr Priscilla gesehen? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.